Knödel, Kraut und reichlich Bier, tschechische Küche bei Josef. Zittern schon richtig vor Angst. Die mache ich fertig. Die mache ich richtig fertig. Yeah. Fertig mit den Nerven. Mein Hühnchen ist etwas zu hart geworden. Gesalzene Kritik. Und die Soße und dein Reibekuchen ist völlig versalzen. Hat das Hurwinek noch eine Chance auf den Wochensieg? An der Elbe im malerischen Dresden steigt heute der zweite Tag der großen Lokalschlacht. Mit 37 Zählern hat Markus Genussatelier die Woche meisterlich eröffnet, doch Josef will das heute toppen. Südlich der Elbe im Dresdner Arbeiterviertel Seidnitz verströmt das Hurwinek tschechische Lebensfreude. Und der Chef, der heißt Josef. Ahoi und herzlich willkommen in Hurwinek. Habt ihr Bock, mich zu besuchen? Unbedingt. Kommt rein. Wir folgen dann mal auffällig. Wer ist denn der freundliche Geselle hier? Das ist der Hurwinek, die berühmteste und bekannteste Marionette aus Tschechien. Das vor 90 Jahren erdachte Kerlchen erfreute sich auch in der DDR großer Beliebtheit. Hey, Hofi, benimm dich bitte, ja? So, fein. In den 20er Jahren wurden die entworfen und die gehören bei uns in Tschechien zu den Kultfiguren, die uns Gute Nacht gesagt haben als Sandmann. Das Prager Püppchen wacht also über den Gastraum, in dem 110 hungrige Dresdner Platz finden. Und Josef weiß, was er tut. Ich habe in Tschechien Hotelfachschule studiert und absolviert. Dadurch bin ich für alle Bereiche zuständig, sowohl in der Küche als auch im Service. Aber durch meine Klappe bin ich doch immer eher dann im Service tätig, weil ich dann gerne rede und erzähle. Freibier. Bier und Tschechien, das ist wie das Amen in der Kirche. Wenn du magst, wir trinken das mal eins. So, Prost. Was oder wie? Ich glaube, der Laden wird sehr rustikal eingerichtet sein. Ja, so ähnlich. Blanke Holztische, große Bierkrüge. Das ist vielleicht ein tschechischer Einschlag irgendwie dabei. Es gibt ja nun tschechische Figuren oder irgendwo Merkmale, die bestimmt eingebaut sind. Und was wird in der tschechischen Küche eingebaut? Die tschechische Küche besteht aus viel Fleisch, Soße, Knödel. Kurz gesagt, aber das ist wirklich der Hauptbestand unserer Ernährung, sagt man so. Das Hurwinek ist eine Kombination aus altböhmischer und moderne tschechische Küche. Aber gerade die altböhmische Küche ist doch schweinchenlastig und ja, doch, man sieht es auch an mir. Ja, stimmt. Wo sind wir hier? So, ihr seid in meinem Musikzimmer. Darauf bin ich schon mal ganz stolz. Wir haben diesen Raum Karel Gott gewidmet. Er heißt nicht umsonst Gott, der Karel. Er ist ja mittlerweile fast heilig gesprochen in Tschechien. Und deswegen in der Musikzimmer war es Pflicht, eben mal den Karel hier aufzuhängen. Und so erklingt der Sinatra des Ostens auch in der kleinen Hurwinek-Küche. In meinem Team sind alle gleichberechtigt. Wichtige Entscheidungen gehen auf meine Schulter. Aber ansonsten sind wir ein kleines Team und wir wollen, dass alle mitzureden und mitzuentscheiden. Also ich glaube, das Restaurant wird urtypisch sein, tschechisch, deftige Küche. Das wird so die Richtung sein, wo es heute hingeht. Das tippe ich auch drauf. Alles andere wäre irgendwie eigenartig. Ja. Eher verhalten trudeln die Mitstreiter beim gut gelaunten Gastgeber am Hurwinek ein. Hallo, hallo. Grüß dich. Hallo. So, ich habe lang genug auf euch gewartet. Also rein mit euch. Danke. Ich euch alles an. Habt ihr es gesehen? Die zittern schon richtig vor Angst. Die mache ich fertig. Die mache ich richtig fertig. Na, wie ist so der erste Eindruck in Josefs Laden? Bier. Urisch mit Bier. Ja, typisch. Frank, was sagst du? Also auf den ersten Blick muss ich sagen, wenn ich hier reinkomme, hätte ich nicht gewusst, jetzt ohne den Namen zu lesen oder irgendwas, dass es ein tschechisches Restaurant ist. Da braucht man schon so gewisse Anhaltspunkte, wie eben man sieht die Bierwerbung vom tschechischen Bier, man sieht Spätl und Hurwinek an der Wand hängen und so Kleinigkeiten, woraufhin man dann schlussfolgern kann, wir sind im tschechischen Restaurant. Na gut, dann geht's los. Auf geht's. Die Konkurrenten haben ordentlich Hunger mitgebracht und das ist auch gut so. Sie sollen sich heute satt essen können. Versprochen.
Guten Abend, meine Freunde. Hallo. Ich habe meine Ivana mitgebracht. Die bedient euch natürlich mit mir zusammen. Ich habe schon mal die Speisekarten. Da könnt ihr gerne einen Blick reinwerfen. Damit dabei die Kehlen nicht austrocknen, schmeißt Josef eine Runde Bier. Sehr anständig. Und Nazdravi. Nazdravi. Sehr zum Wohle. Genau, Wohlsein. Nun aber zur Hovine-Karte. Frank, gefällt sie dir? Was ich eine sehr schöne Idee fand, war, dass er die Speisekarte teilweise auf Tschechisch mit deutschen Untertiteln und teilweise auch nur Deutsch gestaltet hat, was so seine Verbindung zu seinem Heimatland, denke ich jetzt mal, widerspiegelt. Tatarski Biftek. Schopska Salat Bagata. Saftkova. Zegedinski Gulasch. Knädigum. Der Bestellung steht nun nichts mehr im Wege. Wollen wir mit der Dame anfangen? Katrin? Ja. Hast du da schon was Leckeres gefunden? Ich habe was Leckeres gefunden. Als Vorspeise würde ich gerne den Schopski-Salat Baguette nehmen. Mit Baguette, sehr gut. Okay. Frankie Boy. Zum Hauptgang. Mach was Kleines. Ich was Kleines nehmen, genau, und zwar die Schweinshaxe. Aber Knödel brauche ich nicht. Hast du was anderes für mich? Der klassische Knödel, der ist mir einfach so trocken, komme ich nicht mehr klar. Okay, Speckknödel, sagt dir das was? Keine Ahnung, aber wir probieren es. Überraschung? So machen wir das. Erstmal Respekt, dass er das sich im Kopf merken kann, die Bestellung. Ja, dass er keinen Zettel dazu gebraucht hat. Das ist ein Zeichen von Professionalität, würde ich sagen. Also ich finde das persönlich auch nicht schlimm, wenn sich die Leute das aufschreiben, weil da kann definitiv nichts passieren. Ich guck mal, ob mein altes Kopf das alles gut verarbeitet hat, ob ich mir alles gemerkt habe. Ich hoffe, dass da einfach mal alles lecker ankommt, wie ihr es bestellt habt. Ich bin gleich wieder da. Danke. Na dann, Prost, Jungs. Auf einen schönen Abend. Auf einen schönen Abend. Bier ist da, Fleisch ist bestellt. Kann nichts schief gehen. Die Bestellung? Perfekt. So habe ich mir das vorgestellt. Die können alles probieren. Ich hoffe, dass die auch voneinander probieren, dass sie wissen, okay, oldschool, neue Sachen, perfekt. Während die Vorspeise gart, durchstöbern Katrin und Frank den Gastraum des Hovinek. So tschechisch-urisch ist der Laden nie eingerichtet. Das ist schon eher modern, oder? Eher modern, ne? Aber Sbebel und Hovinek hängen da und schauen zu. Niedlich, oder? Und ja. Kennt jeder. Sohn war neunmal klug und hat Papa immer gefragt und genervt. Und er musste dann immer erklären und seine Nerven im Zaum halten. Also, was er so den Namen des Restaurants nach Hovinek benannt hat, diese bekannte tschechische Marionette, die in meiner frühesten Kindheit sehr viel im Fernsehen lief und die meine Eltern auf Schallplatte und alles hatten, also die schon sehr präsent war. Und man findet dieses Gesicht halt auch sehr, sehr viel im Restaurant überall wieder. Finde ich sehr lustig. Während im Gastraum ein nostalgischer Ostwind weht, riecht's in der Küche nach Zwiebeln. Markus und Lars folgen dem Duft. Hallo, ahoi. Ahoi. Hallo. Hallo, Markus. Da, Lars, hallo. Hallo. Dürfen wir uns ein bisschen umschauen bei dir? Ja, okay. Cool. Super. In der 10 Quadratmeter kleinen Küche bekommt der Riese Markus Platzangst. Auf jeden Fall eine sehr kleine Küche, wenn er sagt 120 Sitzplätze. Da muss man schon Respekt zollen, was er da hier rauskriegt. Ne? Und was offenbaren die Küchenschränke? Getrocknete Gewürze. Von einem 120 Sitzplatz-Lokal kannst du nicht erwarten, dass der alles frisch kocht. Behalt die Einstellung. Das geht nicht. Behalt die Einstellung. Es muss ja nicht alles handgepflückt sein, aber ein wenig Frische wäre doch wünschenswert. Wie sieht's an der Soßenfront aus? Schau, dein Name ist Programm. Kauft wirklich alles in Tschechien. Ja? Kannst du Tschechisch? Nee, leider nicht. Also ich verstehe kein Wort. Ja. Ketchup? Siehste? Genau, da hört's schon auf. Papicina Wolba? Das kann doch kein Mensch lesen. Mit dieser Sprachbarriere haben die Gastrauminspektoren nicht zu kämpfen. Was ich total schön finde, ist, er schreibt in beiden Sprachen. Ja. Und das ist dann wirklich ein bisschen was Einheimisches, ein bisschen was von zu Hause.
mitbringt. Das finde ich eine sehr schöne Idee. Und du siehst, er setzt es fort, Stück auf Deutsch und wahrscheinlich das Ganze dann auf Tschechisch. Und ja auch hier oben die Kleinigkeiten auf Deutsch und auf Tschechisch. Und ganz wichtig mit Bier. Bier? Bier. Das ist. Klare Knoblauchsuppe. Auch typisch tschechisch, oder? Richtig, aber auf der anderen Seite sehe ich gerade Rindertatar oder auch feine Leberpastete hier unten. Also auch auf der Speisekarte scheint er diesen Spagat zu versuchen zwischen traditionell und modern. Ich muss sagen, dann ist der Laden genau richtig eingerichtet. Er hat das Traditionelle und das Moderne sowohl auf der Karte als auch in der Deko. Ja. Spiegelt sich später. Dann passt's. Fand ich sehr schön, dass man die Sache Klassiker wie Knödel und Gulasch und Rinderbraten und sowas findet, aber eben auch moderne Sachen oder jetzt Mainstream-Dinger wie eben eine gefüllte Hähnchenbrust oder auch ein Lachs oder irgend sowas, dass auch diejenigen, die mit dieser klassischen tschechischen Küche nichts anfangen können, hier was finden. In der Zwischenzeit schauen Markus und Lars Koch Cibor über die Schulter und Josef erklärt die tschechischen Tapas. Das ist der klassische Bierbegleiter. Okay. Das heißt, wenn du abends immer dann reinkommst, du weißt ja, wir trinken doch einen Tick mehr Bier. Mehr Bier als hier. Und wenn du viel Bier trinkst, hast du eigentlich wenig Platz dann für ein großes Essen. Okay. Und dadurch essen wir eben immer viele Kleinigkeiten, also so, okay, so Bierbegleiter. Cibor, meine rechte Hand in der Küche, es wird alles klein geschnitten. Zwiebel, Paprika, das Hähnchen. Nachdem das Geflügel in mundgerechte Häppchen zerlegt ist, diese richtig scharf anbraten. Dann die geschnittenen Paprika und ein paar Zwiebelringe in die Hitze geben. Was macht er jetzt mit dem Brot? Das Brot frittiert wird jetzt zum ersten Mal. Ihr wollt, dass es richtig kross ist, oder? Es muss richtig knusprig sein, okay, weil wir einschließend eine frische Knoblauchzehe nehmen. Und damit wird das Brot eingerieben. Hier wird das Brot frittiert. Das kannte ich so wirklich gar nicht. Finde ich eine nette Idee, weil da wird es extrem knusprig. Saugt sich zwar ein bisschen mit Fett voll, aber das schadet der Vorspeise gar nicht. Was uns so aufgefallen ist, du kaufst alles aus Tschechien? Nicht alles. Wurde natürlich, das ist sehr gelogen. Das Gemüse beziehe ich hier von den Bauern. Also da versuche ich, dass das natürlich so frisch wie nur möglich auf den Teller kommt. Aber Rest der Sachen versuche ich schon aus der Tschechei zu holen. Ja, das Ketchup reingetan? Das ist jetzt krass neu für mich auch. Genau, genau. Also das, er bindet das mehr oder weniger damit. Das Ganze wurde mit, für mich sehr überraschend, auch mit Ketchup abgelöscht, kurz durchgeschwenkt. Kenne ich so auch nicht, mit Ketchup in der Richtung so kochen. Dadurch bleibt das schön auf dem Brot haften. Das ist nun ordentlich durchfrittiert. Also auf zur Knofisierung. Um dass wir heute Abend alle wunderbar stinken, kommt wieder noch mehr Knoblauch drauf. Alter. Hat nur einen einzigen Grund. Danach schmeckt das Bier noch besser. Das Bier scheint hier die Hosen anzuhaben. Man riecht definitiv den Knoblauch, der noch rein ist. Was macht er jetzt drüber? Nochmal Käse? Edamer Käse. Heiß beliebter Käse bei uns. Also der wird wirklich sehr oft benutzt. Von oben. Sieht voilà. Was sagst du, Lars? Was ich übel spannend fand, erstens die Menge von Knoblauch, die da definitiv reinkommt. Und was ich uns zum ersten Mal gesehen habe, in Brot frittiert. Also ich bin echt gespannt. Meine Herren, Frühstück. Oh. Der Spruch, kein Bier vor vier, ist Josef nicht so geläufig. Wohlsein. Prost. Zum Wohl. Auf dich. Da viele Knoblauch macht natürlich süchtig, dass du mehr trinkst. Ja. Feine Sache. Also uns hat's geschmeckt, oder? In dem Sinne. Tschüss. Seid jetzt raus mit euch. Wir wollen jetzt arbeiten. Das geht. Dann lassen wir euch arbeiten. Ja, trinken wir Bier. Auf geht's. Mit Prager Gerstensaft bewaffnet machen sich die Männer von dannen, um am Tisch ungeduldig mit den Hufen zu scharren. Josef, wir haben Hunger.